Hallo, herzlich willkommen zu Stefan probiert's. Ich habe was bekommen und zwar von meinem Kollegen, dem Daniel. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Der hat mir hier etwas völlig Neues für mich gegeben. Es nennt sich Bolero und das ist ein, vielleicht hört ihr das, ein Pülverchen. Und das heißt hier Advanced Hydration. Also es ist ein Geschmackspülverchen, was einem das Wasser schmackhafter machen soll. Hier habe ich die Sorte, spiegelt, seht ihr das? Banana, also Banane, Flavor Drink, Gluten-Free, Sugar-Free, also glutenfrei und zuckerfrei. Und der Hersteller wirbt damit, dass er sagt, ja, Leute, man soll ja irgendwie so 2 Liter am Tag trinken, aber viele finden Wasser irgendwie ein bisschen langweilig und deswegen haben die ganz viele von diesen Flavors hier zusammengemixt. Insgesamt über 50 Sorten gibt es da. Ich habe mal da auf der Webseite geguckt. Also da gibt es dann so Panna Cotta-Geschmack, Pflaume, Zimt, Minze, Kiwi und natürlich die klassischen Sachen wie Kirsche, Zitrone oder was man so kennt oder eben auch Banane. Die sagen, dass man damit sogar kochen und backen kann, so als zuckerfreie Flavor-Alternative. Also ich habe auf der Webseite gibt es Rezept für Waffeln, Torten, Kuchen, da wird das irgendwie mit reingemixt. Aber ja, hauptsächlich soll es ja als Getränk dienen. Und ja, so ein Beutel hier, der reicht für 1,5 bis 3 Liter. Hier heißt es, komme ich dann gleich noch dazu, also 1,5 Liter. Das war jetzt gar nicht so einfach, bei uns jetzt ein Gefäß zu finden. Also nicht erschrecken, ich habe hier 1,5 Liter Wasser drin. Das sieht. Und da werde ich das dann mal reinmixen. Und ja, ich habe dann noch ein bisschen Wasser zum Verdünnen, weil das hat mir der Kollege schon gesagt, ja, das kann eventuell sehr intensiv sein, so ein Beutel, also wohl sehr ergiebig. Kosten tut so ein Ding 35 Cent. Also das sind dann 35 Cent auf 1,5 bis 3 Liter. Ja, habe jetzt leider, da habe ich jetzt nicht nachgeguckt, was jetzt irgendwie ein Saft oder sowas kostet. Aber die sagen ja, hier ist zuckerfrei und ist ganz toll. Jetzt gucken wir mal, was da so drin ist, wenn kein Zucker drin ist. Irgendwas muss ja drin sein. Also hier, das ist ein Instant-Erfrischungsgetränk mit Süßungsmitteln, Bananengeschmack, aromatisiert, zuckerfrei. Zubereitungshinweis: Lösen Sie den Inhalt eines Beutels, das sind 9 Gramm, in 1,5 Liter Wasser. Ja, haben wir schon gesagt, das stand auf der Webseite. So, Zutaten hier: Säurungsmittel, Zitronensäure. Ah ja, das ist das Erste. Okay, also ein Säurungsmittel, Zitronensäure, Apfelsäure, Maltodextrin, Aromen, Süßungsmittel, Acesulfam K, Sucralose, Stevioglycoside, ah, Stevia ist drin, dann ist noch ein Säureregulator, Natriumcitrat drin, Trennmittel, Calcium, Verdickungsmittel. Gummi ist noch, Gummi Arabicum ist noch drin und Ascorbinsäure, Vitamin C und Farbstoff Kurkumin. Ja, also Banane ist hier nichts drin. Dafür auch kein Zucker, dafür Zuckeraustauschstoffe. Ja, gut, also es ist tatsächlich, also die machen nicht damit irgendwie Werbung, dass das jetzt irgendein Fitnessdrink oder sowas sein soll, sondern einfach, dass das Wasser besser schmeckt. Faire Sache, keine großen Versprechungen. Ja, die Frage ist, ob man es braucht. Keine Ahnung. Ich werde es jetzt einfach mal probieren, was Banane kann. Ich bin etwas skeptisch, weil künstliche Banane, wir werden sehen. Jetzt hoffe ich mal, dass ihr hier vielleicht ein bisschen was seht. Also das Pulver ist einfach weiß. Schade, ist der Topf. Ich habe leider nichts Durchsichtiges gefunden. Ah, so sieht das Pulver aus, also einfach nur weiß. Es riecht bananig, aber halt so typisch künstliche Banane. Ein bisschen, mit ein bisschen Zitronen und Säure. Ich rühre das mal durch. Also das sind jetzt ein Beutel mit 1,5 Liter. Es löst sich. Ja, doch jetzt. Es sah am Anfang so aus, als ob es jetzt nicht so gut löst, wie ich es gedacht hätte. Dass ich so ein Pulver lösen sollte. So. Ja, also wir wissen, die Farbe, es ist zumindest etwas gelblich, aber die Farbe kommt ja auch nicht von irgendwas Natürlichem, sondern nur von irgendeinem Farbstoff. So. So sieht das aus. Ja. Gelb, wie es wahrscheinlich für Banane, also wie es für Banane sein soll. Riechen tut es.
Nach ein bisschen Pulver. Ich probiere mal. Schmeckt jetzt gar nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Relativ doch erfrischend. Also, ich hätte jetzt gedacht, so Bananenbrot, es gibt dann so einen sandig süßen Geschmack und ist aber gar nicht relativ. Also, ist schon angenehm, angenehm austariert. Also, ist jetzt nicht so mein Favorit, würde ich jetzt nicht hier ganzen Tag oder ständig trinken wollen, aber also für das, was ich gedacht habe, Banane, ist doch. Ja, also das Mischungsverhältnis ist okay. Ich nehme noch mal ein bisschen und ich verdünne mal, um das einfach zu testen. So, einfach noch ein bisschen Wasser dazu. Ja, also wenn ich es jetzt nicht wüsste, na doch, da kommt die Banane wieder durch. Wollte gerade sagen, also wenn man es mehr verdünnt, geht die Banane weg. Aber sie ist doch, sie ist im Hintergrund noch da. Ja. Ah, das ist jetzt zu wenig. Jetzt ist da nichts mehr drin. Aber ja, also man kann das einigermaßen verdünnen. Ja, also ich bin positiv überrascht. Banane, ja, ist jetzt nicht so meins, aber ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht dem einen oder anderen doch schmecken würde, wenn die anderen Pülverchen, die schon von vornherein irgendwie etwas leckerer klingen, wenn die genauso austariert sind, geschmacklich und auch nicht so künstlich daherkommen, obwohl es sich um Aromen handelt. Ja, ist das also nicht schlecht. Also ja, vielleicht gucke ich doch nochmal, ob die ein oder andere Sorte irgendwie noch, ob ich die mir besorge oder ob ich die von irgendjemandem noch kriege. Gell, vielleicht, Daniel, kriege ich doch noch eine zu probieren. Ja, also positiv angetan. Vielleicht ist das für den einen oder anderen was, der sagt, an Wasser allein ist mir nichts, aber ich möchte auch nicht irgendwie Zucker. Dann probiert das mal aus. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Ja, also nochmal hier, so sieht das aus. Bolero. Ja, das ist mein Fazit. Ja, also doch, ich bin überrascht. Und damit entlasse ich euch. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.